Nach dem Ende Roms und seines letzten Cäsaren hat das Abendland wieder einen Kaiser, Karl den Großen. Am Weihnachtstag des Jahres 800 krönt der Papst den Frankenkönig zum Herrscher von Gottes Gnaden. Er eint ein gewaltiges Reich. Die Nachwelt verklärt ihn zum Vater Europas. Mit gewaltiger Streitmacht zieht er in alle Himmelsrichtungen. Den Erdball hätte er mehrmals umrunden können. Die Legende macht ihn zum unbesiegbaren Krieger. Seine Feinde lässt er taufen. Ganze Völker bekehrt er zum Christentum. Sein Schwert führt er im Namen Gottes, als Eroberer und Missionar. Karl der Große, Retter des Abendlandes. Eine Lichtgestalt ohne Schattenseiten? Verbirgt sich hinter der Maske des Gerechten ein machthungriger Despot, ein Fürst des Krieges, der Hunderttausende unter das Joch seiner Herrschaft zwingt? Wer war er wirklich? Karlsschrein im Aachener Dom. Ist es wirklich Karl, der hier liegt? Urkunden, Erlasse, Augenzeugenberichte. Forscher sind einem der größten Fälschungsskandale der Geschichte auf der Spur. Unauffindbar, wo sind sie, die prächtigen Bauwerke des Frankenkönigs? Mord aus Machtgier? Tötete Karl seinen Bruder Karlmann? Sein Handwerk war der Krieg. Was ist dran am Mythos vom ewigen Sieger? Ein zweites Rom wollte Karl erbauen. Vision oder Cäsarenwahn? War der weise Herrscher, der Kultur und Wissenschaft zu neuer Blüte führte, in Wahrheit ein Analphabet? Der erste Kaiser. Sogar seine Krönung birgt ein Geheimnis. Rätsel um ein Grab. Die Gruft Karls des Großen im Aachener Dom wurde bis zum heutigen Tag nicht gefunden. Wurde der Leichnam des legendären Herrschers geraubt? Alles, was wir über die Person Karls des Großen wissen, stammt aus der Feder eines einzigen Mannes: Einhard. Er ist Gelehrter an seinem Hof, ein enger Vertrauter und Bewunderer des Kaisers. In antikem Latein verfasst er das Karlsleben, die Vita Caroli, zum Andenken an das ruhmvolle Leben und die unvergleichlichen Taten seines mächtigen Herrn. Dieses Fragment gehört zu den ältesten Abschriften der Vita Caroli und wird heute in Wien aufbewahrt. Wie glaubwürdig aber sind die Aufzeichnungen des einzigen Hofbiografen? Einhard schrieb sie 2 Jahrzehnte nach den Ereignissen. Manches wird er vergessen, vieles in seinen Gedanken an die glorreiche Zeit bis zur Unkenntlichkeit geschönt haben. Wo spricht er die Wahrheit? Wo verfälscht er das Bild vom ersten Kaiser des Abendlandes? Nach den Taten des berühmten Herrschers fahnden Historiker auch in Urkunden aus den vielen mittelalterlichen Schreibstuben. Doch stammen diese Dokumente tatsächlich aus seiner Zeit?
An der Bonner Universität ist Professor Theo Kölzer einem der größten Fälschungsskandale der Geschichte auf der Spur. Hunderte von Handschriften und versiegelten Urkunden hat er untersucht. Dutzende tragen die Unterschrift Karls des Großen. Kölzer sammelt Indizien. Ein Verdacht zeichnet sich ab: Betrug im Skriptorium. Nach heutigem Kenntnisstand wird man sagen dürfen, dass etwas mehr als 37% der heute noch überlieferten Urkunden Karls des Großen Fälschungen sind. Der Forscher analysiert Buchstabe für Buchstabe jeden Federstrich des Schreibers. Was er sucht, sind Auffälligkeiten im Schriftbild. Denn Fälscher machen Fehler. Der Fälscher versucht, die Schrift der Zeit Karls des Großen zu imitieren. Er gibt sich viel Mühe und es gelingt ihm, solange er sich konzentriert. Aber hin und wieder rutscht er eben aus, wenn die Konzentration nachlässt. Und er schreibt Buchstabenformen, die ihm aus seiner eigenen Zeit sehr geläufig sind, die aber nicht zur Zeit Karls des Großen gehören. Eben dieses D, das sieht zunächst ganz normal aus. Aber dann plötzlich haben wir eine Form, die wir das sogenannte unziale D nennen, die zur Zeit des Fälschers, nicht zur Zeit Karls des Großen gehört. Mönche fälschten für die Kirche. Jahrhundertelang konnte sie sich Besitz aneignen, ohne Rechtsdokumente zu benötigen. Als Urkunden eingeführt wurden, stand sie mit leeren Händen da. Fälscher mussten ans Werk. Kaum ein anderer Herrscher hat eine solch hohe Fälschungsquote wie Karl der Große vorzuweisen. Und das sagt etwas über die historische Persönlichkeit Karls des Großen aus. Das Zeichen des mächtigen Kaisers machte die Urkunden unanfechtbar. Und es war leicht nachzuahmen. Forscher überführen einen Fälscher, 1000 Jahre nach seiner Tat. Er war ein Dilettant, denn seinem Werk fehlt ein kleines Detail von großer Bedeutung. Er hätte wissen müssen, wie Karl der Große unterzeichnete. Mit einem simplen Federstrich. Karl ist ein Reisekönig. Mit seinem Hofstaat bewältigt er Zehntausende von Kilometern in einer Welt ohne Straßen. Nicht die Untertanen kommen zum König, er kommt zu ihnen. Ein Netz von Stützpunkten dient dem König und seinem Gefolge als Unterkunft. Prächtige Pfalzen, in denen der endlose Zug Platz findet. Mit Tausenden von Kriegern, Frauen und Kindern, Händlern und Getreuen. Nach langer Reise in klirrender Kälte und Sonnenglut, nach dem erbitterten Kampf ihrer Feldzüge, schöpfen die Männer in märchenhaften Palästen neue Kraft. Über 300 monumentale Bauwerke lässt Karl errichten, wie angebliche Karls-Urkunden belegen. Doch welche Indizien finden die Archäologen? Die Königspfalz in Ingelheim existierte tatsächlich. Sie soll nach Aachen das mächtigste Bauwerk des Frankenkönigs gewesen sein. Doch ist dies die Ruine eines Palastes? Mit Bädern, die dem König zur Erquickung dienten? Neueste Ausgrabungsarbeiten zeichnen ein ganz anderes Bild. Von Luxus keine Spur. Wurde auch deshalb übertrieben, vielleicht sogar gefälscht, um dem ersten Kaiser ein glanzvolles Image zu verleihen? Die Mauerreste in Ingelheim deuten auf drangvolle Enge in unbeheizten Räumen hin. Der vermeintliche Prunkbau entpuppt sich als rustikale Herberge. Die Geschichtsschreiber der Karlszeit wollten sicher nicht die Vergangenheit fälschen, sondern sie haben sich an eine Vergangenheit erinnert.
Und in diesen Erinnerungsprozessen treten Verformungen auf, wie sie jedem auch heute lebenden Menschen selbstverständlich sind. Das wahre Vermächtnis des großen Herrschers besteht aus kaum einem Dutzend Pfalzen. Ihre vermeintliche Pracht ist pure Erfindung. Karl und sein Bruder Karl Mann erben von ihrem Vater eine waffenstarrende Militärmacht. Die Franken haben die Vormachtstellung in Europa erstritten. Neue Waffen haben sie unbesiegbar gemacht, die fränkischen Langschwerter. Doch der Tod des Vaters mündet in einen mörderischen Bruderkrieg. Weil es das fränkische Erbrecht so will, müssen sie sich das Imperium teilen. Damals besteht das Reich aus zwei Hälften, Austrien und Neustrien. Karl erhält den Osten, sein Bruder den Westen. Ein Machtstreit entbrennt. Und plötzlich stirbt Karl Mann im Alter von 22 Jahren. Ist Karl zum kaltblütigen Brudermörder geworden? Gerüchte werden laut. Hat Karl die Grausamkeit seiner Vorfahren im Blut? Bei den Merowingern war Meuchelmord ein übliches Mittel der Politik. Was soll aus Karl Manns Söhnen werden, den rechtmäßigen Erben? Verdächtig schnell erscheint Karl am Hof des verstorbenen Bruders und reißt die Macht an sich. Beweise für den Brudermord haben die Ankläger damals wie heute nicht. Wie aber hat der neue Herrscher aller Franken seinen Neffen aus dem Weg geräumt? Sie wurden ihrer Herrscherlocken beraubt, so die Legende, dem Symbol ihrer Macht. Der Hintergrund könnte darin zu suchen sein, dass Karl seine Neffen, nämlich die Söhne dieses Karlmanns, die mit ihrer Mutter ins Langobardenreich geflüchtet waren, sich in Verona versteckt hielten, aus der Geschichte verschwinden, nachdem Karl der Große Verona erobert hatte. Wir haben davon auszugehen, dass Karl sie entweder physisch liquidierte oder sie in ein unbekanntes Kloster steckte, wo sie dann als Mönche ihr Leben fristeten. Der Anbruch eines großen Krieges. Einhard feiert Karl als ewigen Sieger. Die Feinde wurden in den Gefechten so niedergeworfen, dass sie es nie wieder wagten, den König herauszufordern. Propaganda oder historische Wahrheit? Karl ist ein Kriegerfürst. 33 Jahre währt der Kampf, bis er den Erzfeind bezwingt, die Sachsen. Inmitten von unheimlichen Mooren und finsteren Wäldern leben die Sachsen, ein germanisches Volk, zersplittert in zahlreiche Stämme. Dämonen und Geister beherrschen ihre Glaubenswelt in einer übermächtigen Natur. Hier im Teutoburger Wald, wo noch heute die magischen Externsteine malerisch in den Himmel ragen, feiern die Sachsen ihre Rituale. Den heidnischen Göttern sollen sie sogar Menschen geopfert haben. Immer wieder überfallen die Sachsen fränkische Dörfer, brandschatzen und morden im Grenzgebiet. Für König Karl ist das wilde Volk ein unkalkulierbares Risiko. Er entfacht einen erbarmungslosen Krieg. Zuerst gegen die Götter seiner Feinde. Irgendwo in den Wäldern um Paderborn, wo heute noch Ruinen von den Sachsen zeugen, hat ihr größtes Heiligtum gestanden. Hier ragte die sagenumwobene Irminsul als stützende Säule der Welt in den Himmel empor. Ein gewaltiger Baum.
Gegen ihn führt Karl den ersten Schlag. Die Welt der Sachsen droht einzustürzen. Der Christengott triumphiert in seiner Macht. Im Namen des Christentums zieht Karl aus, um die Sachsen zu unterwerfen. Bis in den Osten Europas dringt die Kunde von den fränkischen Rittern. Als unbesiegbare Eisenmänner gehen sie in die Geschichte ein. Karls Panzerreiter sprengen die Reihen der Sachsen. Seine Truppen bringen ihnen verheerende Verluste bei. Die wild zusammengewürfelten, leicht gepanzerten Sachsen können gegen die Wucht der fränkischen Ritter nichts ausrichten. Doch jedem Sieg folgt neuer Aufruhr. Der Widerstand der sächsischen Stämme hält an. Eine endlose Folge von Kämpfen. Dann aber gewinnt Karl die Oberhand. Im Jahr 777, nach jahrelangem Krieg, wird Sachsen fränkischer Reichsteil. Ein blutiger Sieg. Sein Schwert führt Karl im Namen Gottes. Und er selbst scheint übermenschliche Kräfte zu besitzen. Das macht ihn für die Menschen seiner Zeit zur Kultfigur. Jedem Sieg folgen Massentaufen. Eine Zeremonie, die sogar seine Feinde in den Bann zieht. Karl führt einen heiligen Krieg. Dem erbitterten Kampf gehen Andachten und Bußübungen im Feldlager voraus. Und in den Reihen der Krieger steht er. Karl, der Unbesiegbare, überlebensgroß. Doch der Frankenkönig will mehr. Mit der größten Kriegsmacht greift er Spanien an, so Einhard. Er überquert die Pyrenäen, erobert alle Burgen, ohne Verluste. Nach dem Triumph im Norden zieht er tausende von Kilometern gen Süden. Den größten Feind des Abendlandes will er niederringen, die heidnischen Moslems. Doch in der Gluthitze Spaniens erlebt der Unbesiegbare demütigende Niederlagen. Die Belagerung Saragossas scheitert. Und Karl muss sein größtes militärisches Unternehmen abbrechen. Auf dem Rückzug über die Pyrenäen gerät seine Nachhut in einen Hinterhalt. Seine Männer werden von Aufständischen niedergemetzelt. Und in Sachsen drohen neue Aufstände. Der Spanienfeldzug habe eine Wolke im Herzen des Königs hinterlassen, so heißt es. Karl glaubte die Sachsen besiegt. Doch jetzt tritt ihm sein gefährlichster Widersacher entgegen. Der Sachsenfürst Widukind. Er ist es, der legendäre Volkstribun, der die zersplitterten Sachsenstämme zum gemeinsamen Widerstand gegen die Franken eint. Und er ändert ihre Strategie. Statt offene Feldschlachten zu riskieren, setzt er auf Attacken aus dem Hinterhalt. Widukind macht Karl zum Verlierer. Dem Scheitern in Spanien folgt eine schwere Niederlage in Sachsen. Seine Heerführer erschlagen, sein Ruf als Kriegerfürst zerstört. Karl ist mit 35 Jahren am Tiefpunkt angelangt. Das jähe Ende seines raschen Aufstiegs? Sind es diese Gefühle, die den Frankenkönig zu einer Gräueltat treiben? In Werden an der Aller übt er blutige Vergeltung. 4.500 sächsische Gefangene lässt er köpfen. So wird zumindest berichtet. Der Fluss soll sich rot erbt haben.
Mordete und brandschatzte Karl wie seine sächsischen Feinde? Einhard berichtet nur von Deportationen. 10.000 Sachsen sollen vertrieben worden sein. Wie hat sich das Blutgericht von Werden tatsächlich abgespielt? Nur eines scheint sicher. Nach seiner Niederlage in Spanien hat Karl in Sachsen ein grausames Exempel statuiert. Und weil er anschließend im Zuge des Krieges gegen die Sachsen in einer bestimmten Konstellation eine Massenhinrichtung hat vollziehen lassen, kam dieser Begriff des Sachsenschlechters auf. Dahinter verbirgt sich nichts weiter als eine perfide Verzeichnung des Frankenkönigs. Nichts lag ihm so sehr am Herzen wie der Wunsch, die Stadt Rom wieder zu ihrem alten Ansehen zu bringen, berichtet Einhard. Will Karl den Cäsarenthron, die Idee des Gottkaisertums, wieder auferstehen lassen? Das alte Rom ist nach dem Untergang des Kaiserreiches vor 350 Jahren zerfallen. Die einst prächtige Millionenstadt, geplündert von germanischen Stämmen. Und den Nachkommen des römischen Volkes, das einst den Weltkreis regierte, dienen die Ruinen als Steinbruch. Auf den Herrscher der Franken hinterlassen sie dennoch einen tiefen Eindruck. In seinem Reich, jenseits der Alpen, gibt es nichts, das mit Rom zu vergleichen wäre. Inmitten weiter Wildnis verwirklicht Karl der Große seine Vision und baut sich ein zweites Rom. Wie ein Wunder muss den Menschen damals sein Kaiserpalast erschienen sein, in dem der Reisekönig im Alter von über 50 Jahren endlich sesshaft wird. Die Aachener Pfalz. Lebte Karl der Große hier wie ein römischer Cäsar? Wie ein übermächtiger Herrscher, unerreichbar für seine Untertanen, den Göttern näher als den Menschen? Überall in seinem Palast verbergen sich Spuren römischer Größe. Die bronzene Bärin als Sinnbild der weltlichen Macht Roms. Über 4 Jahrhunderte bleibt die Aachener Marienkirche der höchste gewölbte Innenraum in der Mitte Europas. Antike Säulen, die Karls Baumeister über die Alpen herbeischaffen ließen. Nichts Vergleichbares hat es bis dahin gegeben. Wie die Paläste und Tempel Roms erscheint auch Karls Dom dem irdischen Maß entrückt. Doch anders als die römischen Cäsaren versteht sich Karl als germanischer König. Nicht fern vom Volk, gottgleich, sondern volksnah. Alle hier abgehaltenen Gottesdienste mit größter Feierlichkeit, so berichtet Einhard, wobei der König leise im Chor mitsang. Der Dom ist ein Spiegel seiner Vision. Die ganze Gesellschaft wollte Karl auf das eine Ziel hinlenken, das Erreichen des Himmelreiches. So sah sie aus, die Aachener Pfalz Karls des Großen. Ein monumentaler Palast, der selbst die Erfindungen der Chronisten in den Schatten stellt. Hier lebt der Monarch im Zenit seiner Macht. Kein Frankenherrscher vor ihm und keiner seiner Nachfolger hat sich eine vergleichbare Residenz geschaffen. Mit Kirche und Königshalle, Garnison und Gerichtssälen, Schreibstuben und Bäderanlagen. In jahrelanger Arbeit ist es gelungen, dieses Modell der Aachener Pfalz zu rekonstruieren. Heute ist nur noch der Granusturm erhalten. Welchem Zweck diente das dunkle Gemäuer?
Ist Karl einst durch diese Pforte geschritten? Ein Labyrinth aus Treppen und Gängen macht den Turm zum uneinnehmbaren Zufluchtsort. Doch für wen? Lebt so ein Cäsar? Nach dem Vorbild römischer Villen strömte einst Heißluft durch doppelte Wände. Diesen Luxus konnte sich nur ein Kaiser leisten. In diesem finsteren Turm hat Karl gewohnt. Kultur und Wissenschaft erleben unter Karl eine neue Blüte. In seinen Skriptorien entsteht die karolingische Minuskel, die Schrift, die wir bis heute schreiben. Der Frankenkönig selbst aber soll ein Analphabet gewesen sein, so die Legende. In schlaflosen Nächten übte er seine Hand im Schreiben, berichtet Einhard. Aber er brachte es auf diesem Gebiet nicht sehr weit, heißt es weiter. Zahllose Dokumente signiert Karl mit einem simplen Federstrich. Konnte der König tatsächlich nicht schreiben? Karl der Große soll in höherem Alter versucht haben, schreiben zu lernen. Dies war ein schwieriges Unterfangen, denn als Kind war er dafür erzogen worden und dafür trainiert worden, mit den schweren fränkischen Kampfschwertern umzugehen. Dies formt die Hand, dies formt den ganzen Muskelapparat. Und nun muss man sich nur eine kleine, schmale, zarte, gebrechliche Gänsekielfeder vorstellen, in der Pranke eines Herrn, der kontinuierlich das Schwert zu führen gelernt hatte. Diese zarte Feder zerbrach in den Händen eines Kriegers. Trotzdem versammelt Karl die bedeutendsten Denker seiner Zeit. Was das Nichts sei, will er von ihnen wissen. Es müsse etwas Großes sein, da Gott aus dem Nichts alles geschaffen habe. So ihre Antwort. Der Lauf der Planeten zieht den König in den Bann. An seinem Hof entsteht die einzige Enzyklopädie des Mittelalters, die sich mit Zeitrechnung beschäftigt. Karls Welt ist noch voller Geheimnisse. Zu seiner Zeit ist Wissenschaft der Versuch, die göttliche Schöpfung zu verstehen. Alles Wissen in Büchern vereint. Dieses Werk aus der karolingischen Schule wird in Wien aufbewahrt. An Karls Hof entsteht das weltberühmte Lorscher Evangeliar. Gottes Wort verhüllt von nie gesehener Pracht. Kunstwerke, die den Schöpfer preisen und gegen die Macht des Bösen schützen. Überreichlich verziert mit Gold, Silber, Edelsteinen und Elfenbein. Jeder Stein, jede Farbe enthält eine Botschaft. Ein kostbares Gefäß aus Karls Hofwerkstatt, das sich heute in Wien befindet. Es soll einst von Märtyrerblut getränkte Erde enthalten haben. Doch viel wertvoller als Gold und Edelsteine war ein Farbstoff. Purpur, die Farbe der Cäsaren. Kölner Wissenschaftler untersuchen, wie viel von der unendlich kostbaren Substanz tatsächlich verwendet wurde. Ist es wirklich Purpur, der diese Seiten färbte? Die Farbwerte geben Aufschluss über die eingesetzten Purpurmengen. Doch schon zu Karls Zeiten kannte man pflanzliche Ersatzstoffe. Den geheimnisvollen Rezepturen der Färber versuchen die Forscher bis heute auf die Spur zu kommen. Die Herstellung von echtem Purpur aus den Schleimdrüsen von Schnecken war so aufwendig, dass sich nur eine Handvoll Herrscher den begehrten Farbstoff leisten konnte. Für ein einziges Gramm mussten 10.000 Purpurschnecken ihr Leben lassen. Schon im 4. Jahrhundert sollen sie nahezu ausgerottet gewesen sein. Wie karolingische Künstler den Farbstoff erhielten, ist bis heute rätselhaft.
Unermesslich sind die Reichtümer des Frankenkönigs. 16 Ochsenkarren voller Gold soll Karl vom Reitervolk der Awaren erbeutet haben. Doch nur diese Kannen und Kelche sind davon erhalten geblieben. Kein von den Franken geführter Krieg, soweit Menschengedenken reicht, hat diese mehr bereichert. Es war der größte Krieg, so berichtet Einhard, den Karl jemals geführt hat. Ein ganzes Volk sollen seine unbesiegbaren Eisenmänner ausgelöscht haben. Verschwunden wie die Awaren, heißt es noch heute in einem russischen Sprichwort. In gewaltigen Ringburgen horteten die ungarischen Nomadenkrieger einst ihre Schätze. Auf ihren Beutezügen waren sie seit dem 6. Jahrhundert immer weiter gen Westen vorgedrungen. Eine ständige Gefahr. Doch waren die wilden Steppenreiter für das Reich Karls des Großen tatsächlich noch eine Bedrohung? Archäologen kommen heute zu einem verblüffenden Ergebnis. Zu Karls Zeit waren die wilden Krieger längst friedliche Bauern. Ihr sagenumwobener Schatz war verschollen. Einhard verfälschte die Geschichte und verklärte seinen Kaiser zum Helden. Es ist sein treuer Biograf, der Karl zum Superstar macht, auch wenn dafür aus harmlosen Bauern blutrünstige Krieger werden müssen. Als Karl den Zenit seiner Macht erreicht, zeichnet Einhard das Bild vom bescheidenen Herrscher und setzt die Legende vom Kaiser wider Willen in die Welt. Wenn Karl der Große geahnt hätte, dass der Papst ihn am Weihnachtstag des Jahres 800 zum Kaiser krönen wollte, hätte er die Peterskirche in Rom niemals betreten. So schreibt Einhard. Tatsächlich aber nutzt Karl die Schwäche des Papstes in Rom. Die papstfeindliche Adelspartei bezichtigt den Kirchenfürsten sittlicher Fehltritte und droht, ihn aus dem Amt zu jagen. Papst Leo III. Wird in den Kerker geworfen, wo man ihn blenden und ihm die Zunge abschneiden will. Doch das Oberhaupt der Christenheit kann aus Rom fliehen und sucht Schutz beim mächtigsten Mann seiner Zeit, bei Frankenkönig Karl. Ein Jahr später wird der Papst in Not zum Kaisermacher für seinen Retter. Man kann nicht ohne eigene Planung Kaiser werden. Man kann sich auch nicht vorstellen, dass damals am Weihnachtstag des Jahres 800 der Papst Leo irgendwie heimlich eine Kaiserkrönung vorbereitet haben soll. Man muss sich das konkret vorstellen. Man braucht dazu eine Krone, man braucht dazu irgendwelche sonstige Requisiten. Man muss den zu krönenden Kaiser salben und dergleichen mehr. Und dies kann nicht alles heimlich geschehen sein. Der Papst kann nicht hinter dem Altar die Krone versteckt haben. Zum Kaiser von Gottes Gnaden wird Karl der Große gekrönt, in der Nachfolge römischer Cäsaren. Augustus lautet sein Titel als Erneuerer des untergegangenen römischen Imperiums. Die Geburtsstunde eines Kultes, der fortlebt bis zum heutigen Tag. Karl wird selbst zum Inbegriff des idealen Herrschers, auf den sich viele Dynastien berufen sollen. Die Pfalz des ersten Kaisers wird zum Wallfahrtsort der Fürsten. Auf diesem Thron im Aachener Dom lassen sich 30 Kaiser und Könige krönen. Hier, unter dem Sternenzelt des Oktogons, fühlen sie sich dem großen Karl nahe. Vielleicht beten sie sogar zu ihm um Beistand im Krieg, um eine lange Regierungszeit. Karl wird zum Paten gekrönter Häupter. 250 Jahre nach seinem Tod macht ihn Kaiser Friedrich Barbarossa zum Urvater des Heiligen Römischen Reiches. Die Insignien der Macht des neuen Heiligen Kaisertums
werden heute in der Wiener Schatzkammer aufbewahrt. Einst schrieb man sie Karl dem Großen zu. Doch diese Krone hat er nie getragen. Den Reichsapfel nicht in seiner Hand gehalten. Welche Krone, welches Zepter der Frankenkönig wirklich trug, weiß heute niemand mehr. Im Jahr 1165 ereignet sich die vielleicht merkwürdigste Heiligsprechung der Geschichte. Der längst verstorbene König und Kaiser Karl soll nun verehrt werden. So will es Kaiser Friedrich Barbarossa. Märtyrer, die für ihren Glauben starben, Menschen, die Wunder vollbrachten, wurden heilig gesprochen. Auf Karl trifft das alles nicht zu. Etwas Übernatürliches muss her. Es fehlt der göttliche Fingerzeig. Und so erklärt sich die rätselhafte Geschichte von der wundersamen Auffindung der verschollenen Karlsgruft im Aachener Dom. Heute weiß niemand mehr, wo Kaiser Barbarossa seine Suche begann. Befand sich die Gruft hinter Mauern? Lag der Kaiser in einem Erdgrab? Tatsächlich gelingt es Friedrich Barbarossa, den Leichnam zu finden, Kraft göttlicher Inspiration. Der Kaiser saß aufrecht, als lebe er. Gekrönt mit einer goldenen Krone hielt er das Zepter in den Händen, so die Chronisten. Es musste erst ein Wunder erfunden werden, um Karl heilig zu sprechen. Im Aachener Dom soll der heilige Kaiser seine letzte Ruhestätte finden, unter dem himmlischen Gewölbe des Oktogons. Für die Gebeine, die er durch eine göttliche Eingebung fand, gibt Friedrich Barbarossa einen prächtigen Sarkophag in Auftrag. Ein Schrein, geschmiedet aus purem Gold. Eines der bedeutendsten Kunstwerke aller Zeiten. Doch sind es wirklich die Knochen Karls des Großen, die hier ruhen? Aachen wurde belagert und ausgeraubt, die Stadt von wilden Normannen heimgesucht. Immer wieder wurden die Gebeine vor Feinden versteckt und verlagert. Und wer könnte mit Bestimmtheit sagen, dass sie nicht in den Wirren der Zeit geraubt oder vertauscht wurden? Wissenschaftler haben die Gebeine im Karlsschrein vor wenigen Jahren untersucht, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aus Respekt vor dem Heiligen. Eines aber ist sicher: Die Knochen stammen von einem Mann, der um das Jahr 800 lebte und 1,92 Meter groß war. Ein Mann wie Karl, den man schon zu Lebzeiten den Großen nannte, seines Wuchses und seiner unvergleichlichen Taten wegen. Konnte das Grab eines so großen Mannes tatsächlich in Vergessenheit geraten? Unter dieser Bodenplatte im Atrium der Marienkirche könnte Karl einst begraben worden sein. Dafür gibt es ein überzeugendes Indiz. Denn darunter verbirgt sich ein Hohlraum, den Forscher vermessen haben. Er entspricht exakt den Abmessungen des berühmten Proserpina-Sarkophags, der heute in der Aachener Domschatzkammer steht. In diesem kostbaren Sarg aus der Antike ist der Kaiser bestattet worden, so glauben Historiker heute. Wie ein römischer Cäsar wollte der erste Kaiser in die Ewigkeit eingehen. Einhard schildert die letzten Tage des großen Kaisers. Er wurde von hohem Fieber befallen und musste das Bett hüten. Er fastete, wie er es bei Fieber immer getan hatte, um die Krankheit zu vertreiben. Doch es stellten sich Schmerzen in der Seite ein.
eine Lungenentzündung. Karl der Große stirbt im Alter von 72 Jahren, am 28. Januar 814. Noch am selben Tag wird er in der Aachener Marienkirche beigesetzt. Das ganze Volk beklagt seinen Tod, so Einhard. Ein mächtiger Feuerstrahl am Himmel habe sein Ende angekündigt. Carolus Magnus, König und Krieger, Kaiser und Heiliger. Für seine Nachfolger ist er Sinnbild einer großen Vision. Heute, 1200 Jahre nach seiner Krönung, wird er als Vater Europas gefeiert. Sein Mythos lebt fort ins dritte Jahrtausend.